schon gesagt, teilweise. Meine Damen und Herren, guten Tag. Männlich, weiblich, divers plus. Seid alle begrüßt. Mein Name ist Naumit Tarikpur. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem grünen Personal von Bissen euch auskennt. Also der Herr Umit Nuripur ist ja unser aller Co-Führer. Also ich bin der Naumit Tarikpur. Ich bin in Auftrag meiner Partei Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren hier. Lassen Sie sich von der Aufmachung nicht täuschen, aber ich bin, wie alle meine Kollegen in der Regierung und in der Partei, ein ungedienter Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Wir sind eine pazifistische Partei. Ich persönlich, ein Studienabbrecher, stamme aus dem Orient und habe meine Chance wahrgenommen und bin wegen den Abgeordnetendiäten in die richtige Partei eingetreten. Ich fühle mich heute als Mann, mein Pronomen ist daher für heute er. Er. Zuerst möchte ich Ihnen sagen, dass ich und meine Partei, Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren, absolut kein Verständnis vor diesem Protest aufbringen können. Denn Ihr Protest gefährdet unsere Demokratie. Wir befinden uns in schweren Zeiten. Und nur wir, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, sind in der Lage, mit schweren politischen Formaten wie unseren Parteiführern euch alle in den Dritten Weltkrieg hineinzumanövrieren. Das mag Ihnen vielleicht lächerlich vorkommen, aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Dass Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit uns nicht gehorchen. Wenn Sie und Ihre FreundInnen der Freiheit uns endlich gehorchen würdet und uns endlich herrschen lassen würdet, und die meisten sind ja so vernünftig und sind diesen einfachen Schritt gegangen, wären wir schon längst frei. Und wir könnten all das tun, was wir lieben und uns dadurch wieder frei fühlen. Zum Beispiel endlich in den Urlaub fahren oder einen fremden Mann knutschen. Wir von der Partei Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren, sind die besseren Solidarier, weil wir bereit sind, unsere Freiheit für das Leben anderer Menschen zu geben. Das war und ist unsere Solidarität. Ihr alle, die hier steht, seid unsolidarisch. Ihr müsst endlich verstehen, dass es nicht um euch geht. Wie Sie schon gemerkt haben, fällt in unserem Namen das Wort mit D. Das Wort, welches niemals genannt werden darf. Deutschland. Denn wir vertreten nicht die Interessen des deutschen Volkes. Uns sind die Ehre anderer Nationen, territoriale Integrität, nationales Selbstbewusstsein und Identität, die Kultur und die Sprache aller Nationen und Völker außerhalb der Grenzen des Landes, dessen Namen nicht genannt werden darf, sehr wichtig. Dafür treten wir auch ein, egal ob wir dadurch die Sicherheit und Wohlstand hiesiger Einwohner gefährden oder nicht. Denn Angst vor einem Krieg haben wir nicht. Denn wir von der Partei Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren, wir werden nicht sterben. Unsere Parteifunktionäre und Närrinnen müssen da nicht kämpfen. Und wir werden auch nicht sterben in diesen Kriegen. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben, solche Menschen wie Sie und Ihresgleichen. Die Situation in der Welt zwingt uns jetzt nun Dinge zu tun, die wir vor wenigen Wochen sicher nicht getan hätten wollen. Auch nicht getan hätten. Und dazu gehört selbstverständlich, dass das wissen wir, auch die Lieferung von schweren Waffen. Wir sind in einem neuen Zeitalter und wir sind verpflichtet, allen anderen Nationen ihrem verbrieften, im Völkerrecht verbrieften Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen beizustehen. Wie können wir das denn verweigern? Verpflichtet sind wir vor allem einem Land, das als einziges jemals freiwillig Atomwaffen aufgegeben hat. Und zwar, weil die gegnerische Seite in einem Memorandum versprochen hat, die Souveränität und die territoriale Integrität
Ihr seht, ich habe auch ein paar Bärwuchs angebaut. Des Landes zu wahren, welch ein leeres Versprechen. Und wir kennen uns mit leeren Versprechen verdammt gut aus. Ich bin extra aus Berlin in einem dieser Tierpanzer hierher gefahren. Ein solcher Tierpanzer, die vorher niemand kannte. Und jetzt reden wir über Gepard, Leopard, Leus, Marder, also mit einem diesen Tierpanzer. Um euch Folgendes zu sagen. Wir arbeiten an einer lupenreinen Ökosozialisten-Klimadiktatur, die die Selbstbestimmung und das Existenzrecht des Volkes schlicht für ungültig erklärt. Geltend soll in Europa jetzt wieder eine Logik vom vermeintlichen Einfluss werden, vom Recht des Stärkeren, das mit Roste, mit entgegengesetzten militärischen Gewalt durchgesetzt werden soll. Nicht gelten sollen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Pluralismus. Unsere ökosozialistische Klimadiktaturpartei will das Land mit Terror überziehen. Wir werden Kriegsverbrechen begehen, wir nehmen den Menschen ihr Zuhause, treiben sie in die Flucht. Vernichtet werden sollen die Kultur und die kulturelle Identität. Und eins muss ich noch dazu sagen, dass wir gegen umweltfreundliche Öl aus den bösen Diktaturen sind. Stattdessen wollen wir und müssen wir das umweltschädlich geförderte Fracking-Gas der mehrfachen Kriegsverbrecher aus Übersee mit klimafeindlichen Tankern hierher transportieren. Pui! Und Und weil wir CO2 sparen müssen, werdet ihr auf Individualverkehr verzichten. Und zwar jeglicher Individualverkehr. Und ihr wisst, ein Baby produziert 58 Tonnen CO2 im Jahr. Also unterlasst das. Damit ihr besser rechnen könnt, 20 BMWs schädigen das Klima weniger als ein Baby. Also, lasst den Verkehr und kauft euch ein Mercedes oder Porsche, denn wir sind hier schließlich in Ländle. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich schreien, wir sind das Volk und Volksverräter. Aber eins möchte ich Ihnen mit aller Deutlichkeit sagen, Volks- und Volksverräter sind Nazi-Begriffe. Hier innerhalb der Grenzen des Gebietes, dessen Namen nicht erwähnt werden darf, gibt es kein Volk. Und es gibt deswegen auch keinen Verrat am Volk. Sondern das ist ein böser Satz, um Menschen auszugrenzen und stigmatisieren, ihr Verschwörungstheoretiker. Ich möchte hier ganz stolz im Namen meiner Partei, die Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren verkünden, dass wir vorhaben, den Schriftzug oberhalb des Parlaments, fast wäre es mir ausgerutscht, des Deutschen Bundestags, zu ändern. Es soll nicht mehr dem Volke heißen, sondern allen Menschen, die hier leben. Applaus. Als kriegspolitischer Berater und Sprecher unserer Kriegstreiberpartei, Bündnis 2030, die olivgrüne ökosozialistische Einheitspartei, die Klimadiktatoren, ich habe lang geübt, Leute, lang geübt, möchte ich mich im Namen meines Parteivorsitzenden bei Ihnen entschuldigen, dass er nicht persönlich hier sein kann, um euch, unsolidarische FreiheitsfreundInnen, persönlich die Leviten zu lesen. Aber er ist sehr, sehr schwer beschäftigt. Aber ich darf Ihnen Folgendes ausrichten. Es ist offensichtlich, dass Frieden jetzt erst recht erlebt wird als ein Wert von unglaublich großem Maße. Und dementsprechend ist es weiterhin notwendig, dass wir weiterhin Friedenspartei sind und Friedensarbeit machen. Deshalb haben wir 88 Tierpanzer und 18 Haubitzen in ein Kriegsgebiet geschickt. Unsere Demokratien müssen wehrfähig werden und dementsprechend tun wir gerade Dinge, die wir nie tun wollten. Und wir sind in einer Zeit, in der wir nie sein wollten. Und dafür gibt es einen Grund. Und das ist der fehlende Wille in Berlin zur Friedensordnung in Europa und die massive Aggression und der Bruch des Völkerrechts. Wir haben in wenigen Wochen geschafft, die Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Und unsere beabsichtigte Klimadiktatur wird euch den Rest geben. Vielen Dank.